Hallo Friends, Michael Buchinger hier. Ich bin gerade im Urlaub und ich weiß, was ihr euch vielleicht denkt. Urlaub, wunderschön. Wer könnte denn da schon hasserfüllt und unglücklich sein? Tja, ich. Herzlich willkommen zu Michaels Hassliste. Erster Punkt auf meiner Hassliste: E-Mails am Wochenende. Ich bemerke im Moment so einen Trend und ich mag ihn kein bisschen. Und nein, dieses Mal spreche ich nicht von irgendwelchem Nonsens wie Fidget-Spinnern, die zum Glück schneller auf dem kulturellen Friedhof gelandet sind als Paris Hilton oder Crocs. Der Trend, den ich gerade bemerke, sind, dass die Leute liebend gerne E-Mails am Samstag und Sonntag verschicken und ich verstehe nicht, warum. Diese Tage sind doch heilig. Der Tag des Michael. Jeden Freitagabend arbeite ich so meine letzten Mails ab und dann denke ich mir, Halleluja, Zeit fürs Wochenende. Ich köpfe mein erstes alkoholfreies Bier. Ich liebe einfach meinen neuen antialkoholischen Lifestyle und dann denke ich mir, oh, jetzt wird's crazy. Zeit, Bares für Rares zu schauen. Aber seit ein paar Monaten passiert Folgendes. Am Samstagmorgen, nach einer durchzechten Nacht voll von raren Antiquitäten, schaue ich auf mein Handy und entdecke 5 neue Mails. Weil die Leute offenbar auch am Wochenende arbeiten und ich denke mir, nein, so funktioniert das nicht, das kann einfach nicht gehen. Ich fühle mich dann, als würde ich meinen Kühlschrank aufmachen und darin meinen Lockenstab finden. Der hat dort nichts zu suchen. Und auch deine Mail über die Konferenzschaltung am kommenden Dienstag hat nichts in meinem Samstag zu suchen, Lara. Natürlich lese ich meine Mails am Wochenende. Ich bin 25, ja, ich bin ständig verbunden, ich möchte mit meinem iPhone X begraben werden und dann muss ich halt so tun, als wäre ich einer dieser Menschen, die am Wochenende nicht ins Internet schauen. Natürlich schaue ich ins Internet, ich schaue in jeder atmenden Sekunde meines Lebens ins Internet. Trotzdem antworte ich bis Montag 10 Uhr aus Trotz nicht, auch wenn 2 Ausrufezeichen neben dem Betreff deiner Mail sind. Lara, sicher nicht, nicht mit mir. Dann rufen sie mich an, aber ich hebe nicht ab. Ja, ich tue so, als wäre ich wandern und hätte keinen Empfang. So, als wäre ich am Wochenende wandern. Ja, wer bin ich? Reinhold Messner. Das Einzige, was ich am Wochenende tue, ist so viel Netflix schauen, als wäre es mein Ziel, diesen Michael, schauen Sie noch, Hinweis zu bekommen. Ich möchte einfach nicht, ja, ich möchte nicht abheben. Was kann bitte so dringend sein, dass es nicht bis Montag warten kann? Nichts. Wenn ich am Montag nicht deine Leiche vorfinde, Lara, dann bin ich enttäuscht, weil dann war es eindeutig nicht dringend. Ach, ich habe nicht viel zu lachen. Und damit hat auch der zweite Hasspunkt heute zu tun. Komödien sind tot. Ich bin ein Kind der 90er, was nicht nur bedeutet, dass ich keinen Job finden oder in länger als 3 Jahre behalten kann, sondern auch, dass ich mit so Komödien aufgewachsen bin wie Clueless, E-Mail für dich oder Pretty Woman. Meiner Meinung nach die besten Filme aller Zeiten. Ja, einfach so typisch romantische Komödien. Ich liebe sie und deswegen hasse ich es so sehr, dass die romantische Komödie tot ist. Zumindest die romantische Komödie, wie ich sie mag. Im Jahr 2018 ist die typische Inhaltsangabe einer romantischen Komödie: Barbara ist ein junges Mädchen, das an Krebs erkrankt ist. Sie begegnet einem einsamen Typen namens Timon, der AIDS hat. Sie verlieben sich ineinander und am Schluss sterben sie beide. Ein Spaß für die ganze Familie. Newsflash. Das ist keine Komödie, das ist trauriger als mein eigenes Leben, aufgrund dessen ich erst Komödien schaue. Ja, ich möchte bitte Realitätsflucht. Und diese Komödien heutzutage sind einfach so real, dass ich mir denke, nein, das macht mich so traurig. 2018 geht man in ein Kino, schaut sich eine Komödie an, um mal endlich wieder ein bisschen zu lachen und dann ist man 2 Wochen lang unter Beobachtung wegen Selbstmordgefährdung, weil dieser Film einfach so traurig war. Gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, alles, was es wagt, ein bisschen lustig und nicht tiefgründig zu sein, wird verpönt. Ja, ich finde, Mamma Mia 2 war schon wahnsinnig traurig und trotzdem sagen die Leute so, ach, er war nicht tiefgründig genug.
Der war mir schon wieder ein bisschen zu tiefgründig. Ich möchte einfach nur lachen. Versteht ihr, was ich meine? Genauso wie die Leute zu mir meinen, Michi, deine Videos sind einfach nur schlecht, nicht tiefgründig genug, einfach nur oberflächliche Witze. That's the fucking point, bitch. Okay, die Welt ist traurig genug. Überall explodieren Leichen oder was auch immer. Es ist einfach ein regelrechtes Trauerspiel. Ich freue mich, wenn es mal 5 Minuten nicht um Krebs, AIDS, Explosionen, Politik oder Religion geht. Können wir bitte wieder klassische romantische Komödien zurückhaben? Danke sehr. Nächster Punkt auf meiner Hassliste. Die Leute mit ihren Launen. Ich hasse es, wenn ich zum Beispiel mit meiner Freundin Mia verabredet bin und ich freue mich seit Wochen darauf und dann treffen wir uns und Mia ist einfach schlechter gelaunt als ich, wenn im Supermarkt die Babybells aus sind. Hey Mia, na wie geht's dir? Geht so. Oh, okay. Was fehlt dir denn? Nichts, ich will nicht darüber sprechen. Oh, okay. Mia Informationen zu entlocken entpuppt sich als äußerst anstrengend und ich fühle mich wie ein Kinderpsychiater, der versucht, einem Kind so ein bisschen Vertrauen beizubringen. Ja, erzähle mir, was passiert ist. Zeig mir auf der Puppe, wo der gemeine Mann dich berührt hat. Vielleicht möchtest du mir nicht sagen, wie es dir geht, aber möchtest du es vielleicht meinem Freund Mr. Wuschel erzählen? Oh, da sind einige Flecken auf Mr. Wuschel. Okay. Ich sage nicht, dass man nicht schlecht gelaunt sein darf, aber es gibt so Menschen, die sind immer schlecht gelaunt bei jedem Treffen und es ist so anstrengend, ihre negativen Launen zu navigieren. Ja, es ist, als würdest du so auf einem Minenfeld gehen und du darfst nichts Falsches sagen. Und gestern war ich mit Dominik in diesem neuen Lokal was essen und das war wirklich sehr lecker. Okay, eure Zeit hätte ich gern. Weil ich essen war? Jeder Mensch muss essen, Mia, außer Mia, die muss wahrscheinlich nichts essen, weil sie zu traurig ist, um zu essen. Nahrung kann das Loch in meinem Herzen nicht füllen. Aber wenn du die ganze Zeit nur schlecht drauf sein wirst und jede Sekunde explodierst, dann wäre es mir lieber, du würdest das Treffen absagen, anstatt dich halt durchgehend wie ein alter Stinkstiefel zu verhalten. Du kannst mir auch Dinge erzählen, Mia, ja, deine Geheimnisse sind bei mir sicher. Wenn die Geheimnisse lustig sind, dann nehme ich sie vielleicht und erzähle sie in meiner nächsten Hassliste, aber ansonsten sind sie sicher. Nächster Punkt auf meiner Hassliste. Leute, die glauben, dass du alles über sie weißt. Hier ein Geständnis. Ich folge so in etwa 430 Leuten auf Instagram und schaue regelmäßig die Stories von 15 Menschen. Ja, das reicht einfach. Das ist schon zu viel. Ich muss nicht wissen, was 15 verschiedene Leute zum Mittag gegessen haben oder wie das Yoga heute im Vergleich zum Yoga gestern war. Eigentlich interessiert es mich nicht, aber bei 15 Leuten geht es gerade noch und alle anderen, das schaue ich nicht. Nebenbei bemerkt, hoffe ich, dass ihr mir auf Instagram folgt und all meine Stories schaut, denn die sind in letzter Zeit absolut köstlich. Einfach nur. Ich hasse es, wenn ich dann Leute treffe, die es irgendwie als Allgemeinbildung voraussetzen, dass ich all ihre Stories gesehen habe. Ah, hallo Michael, es ist gut wieder in Wien zu sein. Ach, Griechenland war fürchterlich, aber was dort passiert ist, das hast du wahrscheinlich eh in den Stories gesehen. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zu meinem Freund Simon. Du kennst ihn ja von Instagram, er ist einfach ein echtes Original. Nein, Bitch, ich habe bei deinen Stories schneller auf Stummschalten geklickt, als wenn Hausgeist Mia in der Werbung auftaucht. Einfach schnell den Sender gewechselt, so viel Anstrengung kann ich nicht aushalten. Ich schaue nicht die Stories aller Menschen. Ich weiß nicht, wer Simon ist, ich weiß nicht, was in Griechenland passiert ist, ich weiß nur, dass ich dir mit Feuer wehtun möchte, Cassandra. Weil du einfach voraussetzt, dass ich Dinge weiß, die ich nicht wissen kann. Weil sie mich nicht interessieren. Die Leute nehmen sich so wichtig. Ich liebe es dann auch, wenn sie auf Instagram sagen, ach, jetzt habe ich mir eine Woche Auszeit von Instagram genommen. Es tut mir leid, aber jetzt bin ich wieder da. Yay, Gott sei Dank. Uns allen ist aufgefallen, dass du nicht da warst. Habe ich recht, Leute? Tipp! Nimm deinen dummen Account nicht so ernst. Niemand hat bemerkt, dass du nicht da warst. Niemand hat dich vermisst. Lies ab und an ein Buch. Jetzt habe ich aber genug geschwafelt. Sagt mir doch gerne in den Kommentaren, was ihr in letzter Zeit so gehasst habt. Das interessiert mich
Ein bisschen, das interessiert mich schon. Ich lese das dann ganz gern und ich werde es auch nehmen für mein nächstes Extra-Hass-Video. Diesmal wirklich, ja, diesmal mache ich wirklich eines. Danke, dass ihr heute wieder mit dabei wart und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao! Du kannst schon kommen. Ciao! Hey, tust mir du danach essen? Bye.